Hallo zusammen, ich grüße euch, ich zeige euch, wie Sie mit OpenOffice die Seitennummerierung einfach erstellen können. Also wir haben schon eine Seite hier aufgemacht und ich zeige euch einfach, wie es geht. Also wir gehen auf Anfügen und dann Seite Umbruch und dann haben wir einfach hier die Seite Umbruch hier und wir können auch mit Vorlage einfach machen. Wir suchen einfach, wo Standard ist, dann können wir einfach mit Standard anfangen und wir können auch unsere Seitennummer hier ändern. Wenn wir fertig sind, dann drücken wir einfach auf OK und unser Dokument wird einfach geändert, wie Sie hier auch sehen. Also es ist einfach anders geworden und von daher zeige ich euch, wie Sie einfach jetzt mit Kopf- oder Fußzeile einfach ja, die Seite nummerieren können und von daher, ja. Wir markieren erstmal die Stelle, wo wir einfach unsere Seite nummerieren wollen, zum Beispiel diese Stelle hier. Dann fügen wir einfach eine Kopf- oder Fußzeile und dann können wir einfach loslegen. Fußzeile ist auch schon da und wir können einfach nummerieren, indem wir wieder auf Anfügen gehen und dann Fehlbefehl und dann Seitennummer angeben. Und dann können Sie einfach sofort hier die Nummer 1 sehen. Dann können Sie einfach nochmal ein bisschen bearbeiten, indem Sie einfach die Schriftgröße ändern, die Schriftart ändern. Und die Schriftart können Sie einfach hier ändern, wie Sie wollen. Sie können auch ausrichten, wie Sie wollen. Und von daher, ja, können Sie einfach so. Und die Schriftfarbe können Sie auch ändern, wie Sie wollen. Seite 1, Seite 2, wie Sie auch sehen, die Seite 3 ist schon wieder da. Also ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben. Und wenn Sie zum Beispiel einstellen wollen, so dass die Seite 1, dass Ihr Dokument ab der Seite 2 anfängt, dann sollten Sie erstmal auf diese erste Seite kommen und dann einfach einstellen, so dass die erste Seite verschwindet wird. Zum Beispiel, wir markieren erstmal die Seite, dann kommen wir hier unten, mit der rechten Taste drücken wir einfach hin und sagen wir, ja, die Seite sollte nicht mit 1 hier anfangen. Wir nehmen diese erste Seite zum Beispiel als Verzeichnis und dann sehen Sie schon, die Seite ist sofort verschwunden und auf der zweiten Seite können wir einfach die Seite, die Sache, Sie sehen hier, auf der zweiten Seite sehen Sie, es fängt jetzt mit Nummer 1 an. Also ich freue mich einfach, mit euch dieses Video geteilt zu haben.